Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tebas mit mir, den Seveta Let's Player. Wir fahren heute die Linie 200 von der Herzallee zur Michelangelo Straße mit dem neuen Scania Citywide in der dreitürigen Variante. Ihr fragt euch sicherlich, warum neu? Ja, das habe ich mir gerade so ausgedacht. Es gibt ja jetzt den Zweitürer, den Dreitürer, den Gelenkbus als Viertürer, wie ihr in der letzten Folge schon gesehen habt, und den Gelenkbus in der dreitürigen Variante oder viertürigen. Ja, ich habe Alzheimer, sorry, an der Stelle. So, wir fahren heute die Linie 200 mit den Solo-Dreitürer. Wir stehen hier an der Michelangelo-Straße, wollte ich gerade sagen. Nein, da fahren wir hin. Wir stehen hier an der Herzallee. Kennt man auch aus Omsi. Hier sind schon die E-Bus-Ladestationen, denn ich habe gelesen bei Steam, es wird irgendwie gerade an einem E-Citaro gearbeitet. Ich lasse mich überraschen. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, das ist auch schön hier. Ja. Gut, wir müssen den Bus noch aufrüsten. Wir steigen erstmal ein hier in das gute Stückchen. Laggen tut's mal wieder wie sonst was. Man kennt es ja nicht anders. Drücken Sie Start und geben Sie die Kurse mal ein. So, wir sind die 51746. Und dann können die Herren und die Damen mal einsteigen und wir starten den Motor. Guten Tag. Und so, wir haben auch direkt Abfahrt. Das lassen wir uns nicht nehmen. Machen den Gang rein. Machen hier das Abblendlicht, nee, das Standlicht mal an und fahren dann je nachdem ab. Normalerweise würden wir auch von links abfahren, aber da uns Tepas hier hingesetzt hat, fahren wir von hier ab. So, bisschen Hallgeräusche hier. Das haben sie in Tepas auch schön gemacht. Wir müssen hier rechts. Fahrzeit beträgt hier ungefähr eine halbe Stunde, 45 Minuten, denke ich mal. Und wir werden, glaube ich, ein paar Neuerungen sehen. So, in Omsi würde man jetzt geradeaus weiterfahren. Aber wir tun hier halten. Dürfen wir auch gar nicht so schnell. Aber wen juckt das denn eigentlich? So. Guten Tag. Ein Ticket, ein 24-Stunden-Ticket AB. Das kriegen wir hin. 8,80 Euro. Wie ist das denn? Das passt. Dann wünsche ich gute Fahrt. So, Abfahrt. Abfahrt. Wir schalten hier nochmal die Kamera durch. Ja, auch gut. Ja, der Bus hat anscheinend Werbung drauf oder so in der Kamera. Ja, gut. So, wir müssen hier auch links abbiegen. Grüner wird's nämlich nicht. Hoffentlich kommen wir heute ein bisschen besser durch. Wir können es ja nur hoffen. Ja. Da haben wir die erste rote Ampel. Das kommt na klar gut. Aber jedem auch sei. Ja, die Kamera ist ein bisschen tricky hier. Man munkelt. So. Wir dürfen fahren, das ist gut. Aber wir müssen hier sowieso einmal auf die linke Spur. Denn wir sind ja keine Radlfahrer. So. Berlin. Langsam lebe ich mich hier so ein bisschen ein in Berlin. Der zieht gut, der Solo. Mann. Und die Bremsen sind auch nicht schlecht. Das schwappt ganz schön hin und her. So, guten Tag. Hallo. Wollte da eigentlich mit aussteigen? Nee. Dann nicht. So, wir müssen uns hier rausdrängeln. Da kommt gerade keiner. Also ungewohnt Solo zu fahren.
ganz ungewohnt. Aber gut. Das ist halt was anderes, weil ich sonst immer Gelenkbus fahre. Naja, muss man sich halt erstmal wieder dran gewöhnen, hier an die Cheat-Day, wollte ich gerade sagen. Naja. Ich habe dynamisches Wetter eingestellt. Ich glaube, das passt sich so den alltägigen Wetter gerade an. Gestern hat es so geregnet hier in Niedersachsen. Aber gut, ich sag mal so, der Regen hat ganz gut getan für die Pflanzen. Auch sonstiges. Bisschen müde bin ich. Keine Ahnung, wo das herkommt. So. Dann geht das hier wieder mit unserer alltägigen Katastrophe los. Denn es geht schon wieder los mit den roten Ampeln. Aber ich bin heute so verschnupft, weiß ich nicht echt. Das ist nicht gut. Aber gut. Berliner Volksbank. Sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Mussten sie ja auch überarbeitet haben. Budapester Straße. Es ist ganz schön viel dazugekommen in Tibas. Muss ich echt sagen. Schade, dass ich kein Tempomat hier habe. Das wäre na klar schön für die Geschwindigkeit einhalten. Oh, hier ist ja schon die Haltestelle. Ach, die Linie 200 hat sich so verändert. Schön. Ich habe auch in der letzten Folge gemerkt, dass den Haltewunsch, der wird hier angezeigt. So, guten Tag. Ja, ich stehe ein bisschen weit vor, tut mir leid, aber das sollte noch gerade passen. So. Vielleicht kommen ja hier auch noch in Tibas ein paar Radfahrer hinzu. Das würde na klar auch so ein bisschen realistischer werden. Der Multiplayer kommt ja auch. Gucken, wann der kommt. Die Haltestelle hat sich gelohnt. Da hätten die Fahrgäste auch zur nächsten laufen können. Und hier ein One-Minute-Verfügen. Ja gut, noch nicht mal. So, weiter ausgestrahlt. Okay. Ja, wir sind hier in der Pampa. So. Müssen wir hier irgendwie rauskommen? Da ist. Sorry, ich habe geblinkt. Wäre aber nett, dass du mich rauslässt oder rausgelassen hast. Mensch, Mensch, Mensch. So. Nordische Botschaft, Adenauer Stiftung. Nordische Botschaften, Adenauer Stiftung. Stiftungen. Okay, okay. Wir können hier auch auf die rechte Spur. Ja, es ist ganz komisch mit diesen hier zu fahren. Der schwenkt halt immer so hin und her. Beim Bremsen. Mensch, Mensch, Mensch. Ich weiß ja nicht, wie es wirklich beim Scania ist, ob der halt wirklich so hin und her schwenkt. Ja, die. Ja, guck mal. Das wird auch in der Kamera angezeigt. Im Spiegel meine ich. Dass wir keine Fenster haben. Auch gut. Das wird bestimmt auch noch behoben. Was macht unser Navi hier? Das weiß auch gerade nicht wohin. Okay. Jetzt hat sich's eingefunden. Okay. So, wir sind pünktlich, aber heute kommen wir, glaube ich, ganz gut durch. Nicht so wie letzte Folge. Ich weiß auch nicht, was der Bus hier hat mit den Kneelingen. Weil der, weiß ich nicht, der pumpt ja die ganze Zeit Luft in die Balken. Oder lässt ab. Vielleicht sollte ich das Kneeling einfach mal ausmachen. Nase lässt grüßen. Tiergartenstraße. Ups. Ich wollte gerade sagen, fahre jetzt in den LKW rein hier. Mensch.
sind aber 50. Ja, ohne Lenkrad ist das ein bisschen doof. Echt. So. Vielleicht hätten wir auf der 200 einfach mal ein gelenktes einsetzen sollen. Ja, gut. So, haben wir jetzt ein grünes, gelbes Navi. Achso, das ist hier neu. Vielleicht gibt es eine Baustelle. Weiß ich nicht. Gucken wir in 2 Minuten. Ach nee, doch nicht. Ein paar Sekunden. Wenn wir schon abfahren. Wir haben eh eine rote Ampel, also von daher. Wen juckt's? So. Ja, die Grafik ist aber wirklich schön. Da kann man nicht meckern. Also wenn man so rumguckt, schnieke, schnieke. Mensch. Ich weiß, im Video kommt das nicht so rüber. Ich weiß auch nicht weswegen. Vielleicht muss ich das Ganze mal mit OBS aufnehmen. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie bei euch die Grafik ist. Also während ihr das Video guckt. Denn ich habe immer so das Bedenken, dass es nicht... oder dass die Grafik runtergeschraubt wird. Von YouTube oder jedem auch sei. Keine Ahnung. Ob ich mich da irre oder ob ich... ja, weiß ich nicht. Wenn ich mich irre, dann habe ich irgendwas mit den Augen. Nee, aber im Spiel sieht das ein bisschen kräftiger aus, die Grafik. Ja, ich kann na klar auch Unrecht haben. Ja, wir lassen nochmal auf. Wir haben noch 1 Minute. Linie 200. Schade, hätte ich ein bisschen weiter zurückgeparkt. Da hätten wir auch ein schönes Bild machen können. Aber gut. Guti. Für 20 Sekunden noch. Können wir schon mal die Türe zumachen. Und würde ich sagen, abfahren. Zoom. Ja. Achso, die Klimaanlage nochmal anmachen. Man hört sie auch, glaube ich, leicht gerade, dass sie angegangen ist. Hier ist 50. Ah ja. Und so ist die Ampel hier weg. Tatsache, die Ampel ist hier weg. Da ist die Ampel jetzt. Aber man kommt hier besser durch als damals. Ups. Das muss ich sagen. So, Busspur ist auch hier. Wahrheinfriedstraße, Potsdamer Platz. So, ein Grün müsste es jetzt auch werden, wenn ich mich nicht, wenn ich nicht spinne, wollte ich sagen. Heute habe ich es aber mit den Gestiken, so gesagt. Oder mit den Vermutungen. Und da ist er auch gut. Na, das kann auch hier nicht sein. Wir wollten doch noch ein Picture machen. Ist aber auch nur die Fußgängerampel hier. Ich weiß zwar nicht, wer da rüber wollte, aber okay. So, hier kriegen wir doch nochmal ein Bild hin. So. Einmal alles auf hier. Ach, na klar muss er dann da laufen. Der will eine Fahrkarte. Ja, egal. Machen wir jetzt hier eben mal den hier. So. Kriegen wir bestimmt noch mal irgendwo ein bisschen. So, Single Ticket ABC sollst du kriegen. 3,80. Das passt, gute Fahrt. So,
So, 32, 33 Abfahrt passt. So. Alles gut hingekriegt hier. So muss das. So. S-U-Bahnhof Potsdamer Platz. Ja. Wir müssen heute noch ein perfektes Screenshot hinkriegen. Woher kommt sie denn? Aus den All geflogen. Hä? Jetzt ist sie wieder weg. Okay. So, hier haben wir auch noch ein paar Sekunden. Können die hinteren Türen schon mal schließen. Ja. Oh, das wollte ich nicht, aber okay. So, schöne Außenschwenk, Schiebetür. Ja, heute sind wir wirklich gut in der Zeit. Aber das dürfen wir nicht so laut reden, denn daher, man kennt das Spiel, man redet etwas gut und dann ist es im Negativen. So, wir müssen links, da ist frei. Das passt. Aber eine rote Ampel, unsere Lieblingsfarbe von der Ampel. Man kennt es, man kennt es. Ja gut. Jetzt habe ich es wieder in gut geredet, also passt das. So, rum mit den Aal hier. Hier sind keine 30, hier sind noch 50. Wir schaffen es doch, um noch mal ein gutes Bild hinzukriegen, oder? Sind hier auch wieder eine Minute zu früh. Das passt uns ganz wohl. Denn hier können wir es noch mal versuchen mit dem Bild. Konnte man hier auch... Achso, man kann hier sogar die Tageszeit verändern. Ah, okay, ich verstehe. Okay. Tiefenschärfe, Bildqualität. Nee, das brauchen wir hier nicht. Hochauflösende Bilder. Konnte man hier nicht runter? Kameradrehung, Sichtfeld, Farbpigmente. Ach, egal. Machen wir so noch eins. Jetzt hat er auch Alexanderplatz weg. Hat sich das Spiel gerade verabschiedet? Nee. Es ist so. Gut, dann geht's weiter für uns. Oder auch noch nicht. Wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Mensch, wir holen heute auch etwas raus. Mann. Da müssen wir uns hier ein bisschen ablenken und einmal gucken. Und dann fahren wir ab. Genau. Klimaanlage brauchen wir heute, glaube ich, nicht. Es ist warm genug. Oh, hier müssen wir schon halten. Ups. Ja. 28 Grad, ach du Scheiße. Ja, wir werden alle sterben. Weiß gar nicht, was hier die Klimaanlage ist. Oh, es ist grün. Keine Ahnung. Oder wir reißen einfach die Dachluken gleich auf. Wo wir die Klimaanlage ja schon eingestellt haben. Wilhelmstraße. Ups. Es hat sich so viel wirklich verändert in Tebas. Mann. So. Ansonsten machen wir das hier einfach. So, das ist die hintere. Die einfach. Nee, so. Select die so. Passt doch so. Hoffentlich. Oh, wir haben grün.
Bärenstraße, Wilhelmstraße. Oh, sorry, sorry, das tat mir leid, habe ich nicht drauf geachtet. So, gucken wir. Ja, das sieht doch gut aus. Hoffentlich kriegen wir hier ein bisschen Luft rein. Guten Tag. Denn die Klimaanlage bringt es irgendwie nicht. Sieht die hier noch wirklich auf? Ja, Tatsache, aber von außen sind die offener, habe ich das Gefühl. Wenn man guckt, ja gut, auch nicht viel mehr. Nee, keine Ahnung, wie man hier die Klimaanlage bedient. Naja, ich nichts wissen. Perfekt. Spaß. So. Unter den Linden Friedrichstraße, die kenne ich auch noch von damals. Diese Haltestelle. So, Abfahrt. So, so, so. So, hier sind ja nur 30. Der möchte auch links. Und wir müssen links. Ah, hier wird gebaut. Okay. Ja, das ist auch ein cooles Feature von Tebas. Dass überall, wo noch gebaut wird, wirklich Baustellen sind. Wo das halt so abgezäunt ist. Das war ja damals in Omsi bei den Kartenbauungen nicht so. Da war einfach ein Backdrop und gut ist, ne? Das finde ich so schön an Tibas. Und mich interessiert es halt wirklich, wie dann im Endeffekt der Multiplayer in Tibas wird. Denn man soll sich ja wirklich im Spiel sehen, dem Bus und sonstiges. So macht man schon mal ein paar Einblicke. Ja, die Baustelle. Schön erkennen. Oh, da sitzt ja sogar mehr drin jetzt. Mann, 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 Mann. So, da eingestiegen. 30 Sekunden. Kein Problem für uns. So, dann würde ich sagen, Abfahrt. Ach so, und mir hatte jemand unter den Kommentaren geschrieben im vorletzten Video, ob man die Sitzposition verändern kann. Das kann ich euch gerne jetzt nochmal zeigen, das fällt mir gerade ein. Weil derjenige gefragt hat, ist vielleicht jetzt ein bisschen spät, aber trotzdem. Wenn es deine Frage beantwortet, du betätigst die Escape-Taste und hast hier diesen Sitz, also ist es wohl die Kamera, ne? Dann kannst du hier einstellen, so wie in Euro Truck. Ganz easy. Schön gemacht, dass das Feature auch hier drin ist. Schön, schön. Ich glaube, wenn du andere Videos guckst, siehst du auch, dass sie eine andere Fahrerposition haben wie ich. Ich mag ja eher noch das Dashboard mit so halbwegs. So. Hier wird halt überall noch gebaut. Schönes Feature von Tibas. Oh! Schweinerei. Ich habe gar nicht gemerkt, wie viel ich zu schnell wurde oder gefahren bin. Und seit wann fährt da, steht da ein Blitzer? Seit wann funktionieren die hier? Hä? Das ist jetzt das erste Mal. Katastrophe. Wie erkläre ich das jetzt mein Chef? Oh Mann. Oh Mann. Hier wird ein Schloss gebaut. Ja, so sieht's halt auch aus, ne? Ja. Aber wir wollen uns hier auch nicht länger aufhalten. Und zwar. Oh gut, wir haben Abfahrt.
Wir haben den Nachbarn mit diesem Gerät. So. Wo geben wir Gas? Der Berliner Fernsehturm hier. Der muss na klar dabei sein. Das ist ein Muss hier. Spandauer Straße, Marienkirche. So, ja gut, wir fahren 60. Kein Wunder, dass wir hier geblitzt werden. Das wird ja Multiplayer wirklich richtig gut. Ich hoffe, man kann sich da auch dann, oder denke ich mal, dass man da auch eigene Firmen gründen kann, so wie im Busbetriebssimulator. Ja, wird auf jeden Fall ein schönes Feature. Dieser Multiplayer, wo man sich dann auch wirklich sieht. Wieso nicht? Gut, die 2 Minuten haben wir noch. Oder eine jetzt. Dann können wir erstmal eine rauchen hier. Da ist auch ein Schienenersatzverkehr, die alten Rentner, die rauchen auch immer. Wie gesagt, fangt bitte nicht das Rauchen an. Das ist nicht gut. Nicht gut für euch, für euer Körper. Nehmt euch kein Beispiel. Das ist nicht so gut. Das ist ein cooles Feature. Gutes Wort. Schön auf Polnisch hier nochmal. Die anderen Sprachen, ja gut, Englisch. Geht's hier gut, Freund? Ich hoffe doch. So. Grün für uns. Gut, dass man rollen kann, wenn man noch ein bisschen oder ein Stück hat. Alexanderplatz, man kennt ihn von der letzten Folge. S und U-Bahnhof Alexanderplatz, Membradstraße. Stimmt, daher kam mir das auch so bekannt vor. Wir sind ja hier mit der Linie 200 auch durchgefahren. Die ist ja, glaube ich, ein Stück länger als die TXL-Linie, oder? Ja, genau, von Alexanderplatz zum Tegel Flughafen. Und so fahren wir ja eigentlich hier rum. Hier ist Tegel Flughafen ungefähr, ja, hier. Und wir fahren ja von hier bis durch die Karibik und nach oben. Also die TXL-Linie ist ein bisschen länger, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oh, eine S-Bahn. Mann. Wir erleben hier heute wieder Sachen. So. Pünktlich sind wir jetzt nicht mehr, aber egal. So. Halbwegs pünktlich. Guten Tag, Sie wollen zum Ticket A, B. Das ging in Blau. Hast du gefahren? Subidubi. Busspur endet hier. Vielleicht mal auf die linke Spur hier wechseln. Passt alles. Nee, ich bin mir da jetzt wirklich nicht sicher, ob die TXL-Linie länger ist oder die 200er-Linie. Ja gut, wir sind bei der TXL-Linie auch vom Depot noch dahin gefahren, zum Tegel Flughafen. Oder nee, zum Alexanderplatz. Und sind von dort dann gestartet.
sind da links gefahren. Oder von links. Wir haben hier sogar eine Busspur. Hätte ich auch auf der Spur bleiben können. Mollstraße, Prenzlauer Allee. Du stehst hier auch. So, Busspur endet hier. Wir müssen sowieso rechts, also passt das. So. Wir haben ein bisschen Verspätung. Wir haben schon 47. Ja, jetzt kommt die Verspätung doch hier noch. Ja gut, wir sind so gesagt mitten in der City, ne? Kein Wunder. Kein Wunder. Auch wenn es so eine große Kreuzung ist. Ich habe den Verkehr ja ein bisschen runtergestellt. So. Und los geht's. Los geht die wilde Hilde. Auf die Busspur. So. Zwei Damen. Machen wir hinten die Türen auch mal auf. Und eine rote Ampel, man kennt das Spiel. Naja. Entschuldigung. Wir müssen auf die linke Spur. Wir sind im Fahrrad gerade, aber okay. Wir müssen ganz links rüber. Mollstraße, Otto-Braun-Straße. Na toll, wir halten mal hier. Wir lassen ihm ein bisschen Platz zum Rumkommen. Komm, schieb ab. Ja gut, dann lässt du mich. Nee, jetzt fährst du. Jetzt habe ich auch kein Verständnis mehr. So, direkt auf die Busspur hier jagen. Das war der Bordstein, das war auch der Bordstein. So, jetzt will ich mal was ausprobieren hier. Knieling. Da knielt sich trotzdem ab. Das Ding. Vielleicht ist der hier auch. Ja, das Knieling wird trotzdem drin sein. Naja. Immer noch eine Minute Verspätung. Wir müssen auf die linke Spur wechseln. Die Busspur endet hier wegen Bauarbeiten. Aber das ist ja kein Problem hier für uns. So, wir müssen rechts. Fahrradfahrer kommen ja keine. Boah, bleib stehen. Das ist auch ein schönes Geräusch, ey. Das erinnert mich so ein bisschen an Citaro. Schön mit Echo Live, da macht er auch immer dieses Psst bei der ersten Tür rechts vorne. Mann, 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 Mann. Da kommen Erinnerungen hoch. So. Am Friedrichshain, so ist auch die Straße. So, wir wollen hier geradeaus, nicht rechts. Busspur ist auch wieder vorhanden. Das ist das Schöne an Hamburg oder Berlin oder so Großstädte mit einer einzelnen Busspur. Schön, schön. So, wollen Sie mit, der Herr? Anscheinend nicht, aber da kommt noch wer. Die Stadt ist klar. So, müssen wir uns hier wieder rausdrängen. Ja,
aber das geht alles, das ist alles tippitoppi hier durchdacht. So. Bötzowstraße. Mir fehlen nur die KI-Busse, die entgegenkommen oder sonstiges noch auf der Straße fahren. Die fehlen hier so ein bisschen. Oh, ein bisschen laggy hier wieder. So, möchte ich mit. Ich glaube, da kommt noch wer. Guten Tag. Die sind auch sogar halbwegs pünktlich. Mann, wie kommen wir zu der hier? So. Da haben wir die neuen Fahrzeuge hier hinter das mal richtig ausgenutzt. Es sollen ja auch wieder zwei neue Linien hinzukommen. Fällt mir auch noch gerade, habe ich gelesen. Bin ich auch gespannt. Und das ist alles kostenlos. Nur vom Mercedes haben sie irgendwie keine Lizenz gekriegt. Finde ich so ein bisschen schade. Und sie hat ja damals auch keine Lizenz von Benz gekriegt. Schade, schade. So, guten Tag. Sie wollen Single-Ticket AB. Eine Reihe über 80. Das passt. Gefahrt. So, hinter uns staut sich das. Wir fahren ab. Und fahren auf die Busspur. Wie oft habe ich das schon im Video gesagt heute? Knepodestraße, Danziger Straße. So. Nee, doch nicht. Das hat nur Tobas angezeigt. So, wir müssen hier rüber. Ja. Nutzen wir die Rückfahrkamera einmal. Ah. Lässt du mich hier raus? Nee, ich möchte hier auch rüber. Guter Winkel und so, ne? So, sie lässt mich. Das ist nett. Hier 30. Ach Mensch, ey. Womit haben wir das verdient? Konrad-Blenkle-Straße. Ja, können wir ein bisschen ausrollen hier. Naja. Schön, dass die Haltestellenbremse bei den Berlinern reingehen. Geht automatisch. Oh, wird's hier recht? Dann blinkt doch. Was ist denn los bei euch? Mann, 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 Mann. So, hier mal zur Tankstelle. Bestimmt hier aus dem Bus, ne? Mitfahrer habe ich ja auch die Karte hier. So. Aber ich gehe mal schnell hier zur Tankstelle. Alles zu hier. Hat einen Scheiß, aber Fahrrad. Wollen wir mitnehmen? Können wir an der Endstation ein bisschen Fahrrad fahren? Ah. So. Passt das auch mit der Abfahrt? Die 8 Sekunden. Mensch, Mensch, Mensch. Drive to the Sky. Jemand zu Lidl? Stimmt nicht, ne? Vielleicht hat der ja auf. Okay, okay, ich nehme alles zurück. Knepodestraße, Storkower Straße. So, dann sind wir auch so langsam da. Wollte gerade sagen, fährt der jetzt links rüber hier? Aber nein, aber nein. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Haltestellenbremse? Aber die ist ja doch da.
So, große Kreuzung dauert na klar wieder ein bisschen. Aber egal, mit uns ist das zu machen. Wir können ja nicht anders, wir können ja nicht fliegen. Leider. So, zwei Haltestellen haben wir, glaube ich. Oder eine, doch zwei. Da können die Herrschaften hier nicht hinlaufen. Da sind sie zu faul. So. Verfrühung ist auch wieder da. Ich verstehe nicht, wieso das hier jetzt auf Englisch ist und das hier nicht. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht so ganz. So, Abfahrt, ups. Das ist nicht so gut. Dann können wir nochmal eine Position hier weiterschalten. Von der Kamera. Ja. Gute Kamera. Ja, lassen wir jetzt die hier. Die geht immerhin richtig. So. Kommt da wer? Nee. Die wollen jetzt noch mit mir bis zur letzten Haltestelle oder was? Mann. So, guten Tag. Single-Ticket AB. Das passt. 3 Euro. Gute Fahrt. So, dann können wir auch drängeln uns hier wieder raus. Aber das heißt drängeln, ist ja eh nix. So. Dann kommen wir zur Michelangelo-Straße. Ich weiß damals, als wir diese Linie zur Michelangelo-Straße gefahren sind, das haben sie an der letzten Kreuzung abgeraucht. Katastrophe an der Stelle. So, da ist frei hinter uns. Wir müssen ja sowieso rüber hier. So. Ah, das war knapp. Aber es ging noch. So. Müssen wir die Peoples hier noch rüberlassen? Also ich wäre jetzt so nett gewesen und hätte den Bus vorgelassen. Naja. So. Gut. Dann sind wir auch schon da. Dann machen wir den Bums hier nochmal aus. Und da fahren nochmal zum Parkplatz da vorne. Müssen jetzt eh Betriebsfahrt ran. Jo, das passt. Das ist auch ein schöner, ruhiger Platz hier. Wenigstens nicht an der Haltestelle versauern. So. Guti. Dann machen wir den Bums hier einmal aus. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos, so wie auch ein Google-Konto. Und wenn du gerade neu auf meinem Kanal bist, dann lohnt sich's extra. Denn dann kannst du nochmal die Glocke aktivieren. An der Stelle haut rein, bleibt der geil, bis zum nächsten Mal. Euer Seveter Let's Player. Ihr dürft mich na klar auch Pierre nennen. Ciao, ciao.